Okay. Ich schaue dann mal einfach mal neugierig rein in die Toilette, aber versuche gleichzeitig irgendwie Pence im Blick zu behalten. Pence und Gavin, der Praktikant, verschwinden hinter einer der protzigen, goldeingewirkten Holztüren. Du stehst vor der Toilettentür. Was erwartest du? Was erwarte ich? Vielleicht hat Gavin da wirklich nur eine Panikattacke gehabt und hat alles vollgekotzt, aber irgendwie. Ich habe ja auch vorhin so komische Sachen gesehen. Das mit Daniel? Nee, das kann nicht sein. Drückst die Türklinke und gehst in diese luxuriöse Toilette hinein. Auch hier alles aus rosa glänzendem Marmor. Da ist kein Dreck, keine Anzeichen von einem Kampf oder von Gewalt oder so irgendwas. Das Einzige, was ist und was wirklich sehr seltsam ist, ist, dass der Spiegel direkt über dem Waschbecken, alle Spiegel eigentlich in der Toilette, allesamt zerbrochen sind. Ah, Gavin. Kann ich das hier irgendwie absperren? Du wirst wahrscheinlich das Gebäudemanagement anrufen müssen. Ja, das mache ich mal. Gebäudemanagement? Ich habe die natürlich auf Schnellwahl. Sie sagen, sie werden sofort jemanden hochschicken, der sich dann darum kümmert, dass die Toilette ohne bis auf Weiteres nicht benutzt wird. Ja. Ich lege auf und starre ein paar Sekunden lang in mein zigfach gespiegeltes Gesicht in den Spiegel splittern und dann schaue ich mich nochmal um, ob mir noch irgendwas in diesem Raum auffällt. Da ist sonst gar nichts in dem Raum, ansonsten ist alles ganz normal. Okay, da drin drehe ich mich zum Ausgang und stecke mal den Kopf wieder nach draußen und schaue nach den anderen. Wo sind eigentlich Ian, Blake, Kate? War mit den beiden gerade los? Was hast du gesehen? Also, ist der Wahlkampf jetzt zu Ende? Ja, nein, ist er zu Ende? Was ist los? Sag was. Was ist da drin passiert? Ja, ich weiß nicht genau. Die ganzen Spiegel sind zerdeppert da drin. Ich habe schon das Gebäudemanagement angerufen. Pence hat Gavin da drüben hin begleitet in sein Wahlkampfbüro. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Gavin hatte angeblich eine Panikattacke. Vielleicht hat er die Spiegel jetzt zerdeppert. Ja, aber Vandalismus. Er muss, Governor Pence schon mit ihm reden einmal. Vielleicht nehmen Sie ihn lieber den auch raus, wenn er mit dem Stress nicht zurechtkommt. Ja, weißt du, mir kommt das schon wieder so komisch vor, wie Pence da gerade stand. Genau wie gestern, als er seine Rede gehalten hat. Dieser Mann hat eine Art zu reden, die bekomme ich einfach nicht mehr zurecht, wenn ich ehrlich bin. Verstehe ich jetzt gerade nicht, aber wir haben sicher nicht noch anderes zu tun. Das wird der Governor schon machen. Da brauchen wir uns jetzt nicht drum kümmern noch. Haben genug daran zu tun. Und Ian, was gibt's Neues? Hast du Ach, Kontakt gar hergestellt? nichts. Ich meine, ich wurde vor, weiß ich nicht, vor 2 Minuten, 3 Minuten rausgeschickt. Was soll ich denn machen? Ich habe den Schrei gehört, bin dann. Kann ich in der Zeit, ich habe nichts getan eben. Nichts Neues. Ja, unsere Chefs sind irgendwie auf 180 gerade. Es ist so kurz vor der Wahl, kann man sich noch nicht verdenken. Sie Überleg müssen mal, aber wie wir trotzdem angespannt menschlich sind. natürlich auch nicht. Wir sind auch so angespannt und müssen nicht dort oben stehen, müssen nicht unser Gesicht da zur Wahl stellen und alles Mögliche. Deswegen. Es macht einmal Ding und der Aufzug öffnet sich wieder. Lasst uns runterfahren. Ich glaube, hier oben können wir gerade nichts mehr tun. Sie zurück auf in eurem Büro seid, prasseln natürlich schon wieder die nächsten Aufgaben auf euch ein.
Es gibt wieder etwas unten abzuholen. Einer von euch sollte runterfahren. Sollte nochmal ein Paket abholen unten in der Lobby. Keine genauen Anweisungen. Zwei von euch fehlen mittlerweile. Danielle, dann Gavin. Was macht ihr da draus? Von Blake haben wir schon lange nichts mehr gehört. Blake, du bist eigentlich immer der zu Späßen aufgelegte, der Positive, der das Team irgendwie, der mal ein bisschen Zerstreuung reinbringt, wenn's ganz düster aussieht, wenn alle ganz frustriert sind von der Arbeit. Wie gehst du mit dem um, was passiert ist? Ein Maulwurf in der Kampagne? Kann das sein? Könnte es Gavin gewesen sein? Oder Danielle? Du hast doch noch mit ihr gesprochen gestern. Boah, mir ist das ja total egal. Ich verstehe sowieso nur die Hälfte von dem, was hier so um mich herum passiert. Und muss gute Miene zum bösen Spiel machen. Und merke, wie das alles so ein bisschen an mir vorbeizieht hier. Vielleicht würde es dir ganz gut tun, mal ein bisschen die Beine zu vertreten. Vielleicht solltest du einfach runtergehen und dieses blöde Paket abholen. Was auch immer. Dann würde ich den Fahrstuhl rufen. Doch nichts sagend rausgehen. Ian, also Blake ganz plötzlich den Raum verlässt, ohne da sich groß nochmal umzudrehen oder irgendwas zu sagen. Die Tür fällt hinter ihm ins Schloss. Er schluft raus. Da ist irgendwie ein Fleck auf dem Boden, direkt hinter ihm. Genau da, wo er rausgegangen ist. Wahrscheinlich kein Wasser, oder? Gehst langsam näher. Immerhin, ja. Gehst langsam näher und du siehst, es ist ein tiefroter Fußabdruck in dem Teppichboden. Dreh mich mal um. Bin ich alleine im Raum? Ja, die anderen sind auch alle da, bis auf Blake, der rausgegangen ist. Ich glaube, wir haben unseren Verräter gefunden. John? Kate? Blake soll der Verräter sein? Guck mal hier. Ich hat sich jetzt schon wieder mit so einer fadenscheinigen Behauptung abgesetzt, dass er keine Ahnung hat von... Ich meine, warum sollte er überhaupt hier sein? Wegen dem Geld? Guck mal hier. Gut. Das ist doch recht, ich guck mir den Fußabdruck mal genauer an. Also, ich glaube ganz gerne, dass irgendjemand wegen Geld einen Job annimmt, aber so hoch, in einer so hohen Position. Aber Blut? Denkst du, er hat Danielle... Denkst du? Vielleicht hat sie beim Rausgehen, beim Suchen irgendwas gefunden und... Weiß nicht, also ich überlege gerade einfach mal, also ich habe ja auch... Mir ist halt egal, ob Republikaner oder... Ich bin halt schon sehr republikanisch, einfach aufgrund von Erziehung. Aber Blake hat ja so gar kein Interesse daran, zumindest vorgetäuscht. Vielleicht ist er ja auch einer dieser russischen Spionen. Blake, was ist das überhaupt für ein Name? Wir sollten das im Auge behalten. Was hätte er davon? Er könnte doch auch einfach sagen, dass sie lügt. Man wäre ja Aussage gegen Aussage. Naja, aber jetzt haben wir hier schon mal so einen Beweis, so einen blutigen Fußabdruck. Also von ganz von alleine kommt ein blutiger Fußabdruck nicht. Da muss ich ihnen recht geben und er scheint wirklich zumindest ins Raster zu passen. So, er scheint so ein bisschen komisch und nicht hierher zu passen, aber ja, wir sollten ihn im Auge behalten. Ja, Frau Conway sagte ja schon, wir sollen hier wirklich gut gucken und Ray? Das ist schon... Ja, auffällig. Ray, du bist auch so eine Sportskanone, oder? Nicht so wie Blake, aber ja. Genau, also wenn Blake uns angreift, dass du wenigstens uns helfen kannst, so, ne? Zu, weiß nicht, Kate kann uns ja auch noch helfen und dann, also wenn er jetzt irgendwas Böses macht und uns umbringt oder so, dann... Ach komm, du bist doch einfach, ihr seid doch echt paranoid, ey. Komm, lass uns den einen Tag jetzt noch irgendwie hier
Wir sollten meine Augen ganz, ganz gehörig auf Blake richten. Mach ich noch. Blake, von all dem bekommst du nichts mit. Du hast das Apartment verlassen. Du stehst vor dem Aufzug. Es macht einmal Ding und vor dir öffnet sich die Tür. Und das ist dir, als würde wie so eine frische Brise dir aus dem Aufzug entgegenwehen. So ein, für einen Moment bist du fast geblendet, wie von einem strahlenden Licht. Du musst kurz den Blick abwenden. Als du den Blick langsam wieder aufrichtest, siehst du, dass da schon jemand in dem Aufzug ist. Ein freundliches Gesicht, eine freundliche Stimme begrüßt dich. Sie fahren auch nach unten? Ja. Und Ivanka Trump drückt nochmal auf den Lobby-Knopf. Bitte. Steigen Sie ein. Ich kann auch den nächsten nehmen, Mr. Trump. Oh nein, das ist gar kein Problem. Bitte, ich muss auch nach unten. Ja, zögerlich steige ich dazu. Die Türen des Aufzugs schließen sich hinter dir. Du bist mit Ivanka Trump in diesem Aufzug. Ist das etwas Überraschendes für dich? Was Positives? Ist es einschüchternd? Höchstens einschüchternd aufgrund des prominenten Status, den sie hat. Trotzdem wirkt sie viel lockerer als die anderen, mit denen du hier schon zu tun hattest, die anderen VIPs. Irgendwie wirkt sie recht locker und einfach freundlich. Man unterhält sich gern mit ihr. Sie ist auch nicht abweisend. Sie fragt dich höflich, wer du bist und was genau deine Aufgabe ist. Ja, willkommen. Ich bin einer der Praktikanten. Oh, Sie arbeiten mit Kellyanne zusammen. Ja, für Miss Conway, ja. Ich habe gehört, es gab wohl ein paar Probleme heute. Dad schien ein bisschen aufgebracht von den Fragen bei der Pressekonferenz. Ja, vielleicht hat unser Social Media Team ganz die Performance abgeliefert, die man erwarten müsste, Ma'am. Aber ja, inwiefern? Was meinen Sie? Ja, theoretisch hätten doch die Fragen vorbereitet werden müssen und gefiltert werden müssen. Ja. Aber ist ja nichts Schlimmes passiert. Dort anlügen zu lassen, irgendwie schleicht sich immer ein subversives Element in eine solche Reportergruppe. Ja, sicher, da kann man nichts machen und es sind schon deutlich gravierendere Lügen über meinen Vater verbreitet worden und glaubwürdigere. Aber wir haben das alles durchstanden. Ja. Das Social Media Team, haben Sie damit auch zu tun? Nur bedingt am Rande. Ich unterstütze dann nur. So. Aber Miss Trump, wenn Sie mir die Frage gestatten, wie aufgeregt sind Sie denn? Mein Morgen. Vielleicht die Tochter des mächtigsten Manns der Welt. Oh, ich würde nicht sagen, dass ich aufgeregt bin. Eher positiv angeregt. Ich glaube, wir haben wirklich gute Chancen. Mein Vater weiß genau, was die Leute bewegt. Und er hat so eine Art, mit ihnen zu sprechen, ihre Bedürfnisse anzusprechen. Sie können gar nicht anders, als ihm zu folgen, wenn sie verstehen, was ich meine. Einer spricht den Leuten ja aus dem Herzen. Ja, genau, das tut er. Er rührt an den Bedürfnissen, die sie schon selbst fast vergessen haben. Ja, ein Weckruf geht durchs Land und Make America Great Again, und ich schiel mal so auf die
Etagenanzahl, wie lange ich noch durchhalten muss. Du schielst ein bisschen rüber und immer noch 30 Stockwerke. Ist alles in Ordnung, Mr. Stablecamp? Ja, natürlich, Ma'am. Ist es Ihnen etwa unangenehm, mit einer starken Frau allein in einem Aufzug? Nur mit einer Frau in einer so exponierten Lage wie Ihnen. So exponiert? Sie dreht sich so ein bisschen tänzerisch einmal durch den engen Fahrstuhl auf deine andere Seite sozusagen. Vier Wände, eine tiefe Decke. Ich sehe nicht, wie man in einem solchen Aufzug exponiert sein könnte. Joni überstrahlt ja den kleinen Raum, auf dem wir uns hier befinden, und ich weiche so zurück so an die Wand. Männer. Sie verdreht die Augen, zieht einmal tief die Luft ein und wendet dir dann den Rücken zu. Ja, atme still aus und sacke ein bisschen in mich zusammen. Für den Rest der quälend langen Fahrt in die Lobby bleibt ihr so, wie ihr seid, verharren. Du hast dich in eine Ecke des Fahrstuhls zurückgezogen und versuchst, dich möglichst klein zu machen, während Ivanka vor dir aufragt wie eine Riesin. So als könnte sie dich jederzeit unter den Absätzen ihrer High Heels zerquetschen. Ja, ich versuche keinen Ton von mir zu geben und zähle innerlich die quälend langen Sekunden, bis wir im Erdgeschoss ankommen. Und das tut ihr auch irgendwann am Ende einer sehr langen Aufzugfahrt. Ohne sich nochmal zu dir umzudrehen oder noch irgendetwas zu dir zu sagen, verlässt Ivanka Trump den Aufzug. Ich würde noch ein bisschen stehen bleiben. Ich kurz bevor sich die Türen schließen, raushüpfen und meine Gedanken sind bei jemand anderem. Bei wem? Bei Ian. Der Rest des Tages ist mit Schadenskontrolle. Wird mit Schadenskontrolle verbracht. Die Pressekonferenz irgendwie in ein halbwegs gerades Licht zu rücken, so dass es nicht ganz so desaströs aussieht, wie es wirkt. Die Nachrichten sind beklemmend. Es sieht immer noch mehr als unwahrscheinlich aus, dass Donald Trump diese Wahl gewinnen könnte. Natürlich versucht Kellyanne Conway und Fox News und all die Unterstützer von Trump pausenlos darzustellen, wie es irgendwie noch Möglichkeiten gäbe zu gewinnen und dass alles gar nicht so eindeutig ist, dass die Swing States gar nicht so eindeutig für Clinton ausfallen, wie manche Medien das zu kolportieren versuchen. Ihr müsst euch nochmal voll reinwerfen. In die Social-Media-Kampagne irgendwie die eigene Basis zu mobilisieren, die sowieso nicht an diese Fake News glaubt. Das ist das Allerwichtigste. Irgendwann sitzen sie alle oben wieder zusammen in dem Praktikantenbüro. Naja, was heißt alle? Alle bis auf Danielle und Gavin und diejenigen von euch, die schon lange in der Kampagne sind, können sich auch noch zurückerinnern, dass es ja auch mal noch ein Matthew Steele gab, wahrscheinlich aus dem geworden. Der ist auch irgendwann morgens plötzlich nicht mehr erschienen. Es ist eine geradezu greifbar feindselige Atmosphäre mittlerweile zwischen den Leuten. Die skeptischen, prüfenden Blicke, Blake, scheinen irgendwie besonders auf dir zu ruhen, wenn du immer mal wieder einen nervösen Blick zu Ian rüberwirfst. Bei mir kam nur die Hälfte an gerade. Blake, du bist dir bewusst, dass die Situation irgendwie ein bisschen feindselig geworden ist, seit du zurückgekommen bist, seit diesem seltsamen Fahrstuhlritt mit Ivanka Trump. Davon wissen die anderen noch gar nichts. Oder hast du es ihnen erzählt? Das würde ich von der Stimmung im
Raum abhängig machen. Wahrscheinlich feindselig. Dann wahrscheinlich nicht. Ja, es ist irgendwie bedrückend, wie alle Blicke auf dir ruhen, Blake, aber nicht auf die Art und Weise, wie du es gewohnt bist. Argwöhnisch, prüfend, feindselig. Und du verstehst überhaupt nicht, wo es herkommt. Ja, alles in Ordnung, Leute. Hier ist übrigens das Paket. Ja, sicherlich. Alles gut, Blake. Bisschen fragend, gucke ich zu ihm, bisschen skeptisch. Setze mich ja sofort wieder in die Arbeit. Weil doch der Druck immer, zumindest bei mir, immer weiter steigt. Es wird immer weniger Zeit. Ich möchte mich jetzt noch beweisen, gerade zwischen den wenigen Leuten, die jetzt hier noch da sind. Die aggressive Stimmung aus den Foren, aus den ganzen Bereichen, wo immer man sich dann auffällt, wird dann so ein bisschen auf mich überschlagen. Ziemlich genervt von dem, was Trump abgeliefert hat, das von dem, was dann so ein Lauffeuer ist und sich dann automatisch weiter verbreitet. Und ich muss das alles irgendwie fixen. Und dann kommt irgendwie nochmal alle halbe Stunde ein neuer Tweet von Trump rein. Also ich krieg's einfach wieder nicht alleine hin und die anderen versuchen es dann nur mit Telefonieren. Also es ist einfach... Ich werde schon ziemlich aggressiv. Ich werde dann viel, viel Kaffee trinken. Viel auf Klo rennen. Mir noch irgendwelche kalte Pizza in den Rachen schieben. Stimmung ist nicht gut. Ich würde zu Kate gehen und alles in Ordnung. Kate wird gerade potenziell auch Telefonate führen und ja, einfach nur der Stress. Wir sind alle einfach nur komplett gestresst. Ich würde mal zu Ray rüber gucken und bin verloren in der Situation. Ja, ich ebenfalls. Ich habe mich der Kampagne von ihr nicht angeschlossen. Ich bin dieser ganzen Feindseligkeit sehr skeptisch gegenüber, seit ich das mit Pence mitbekommen habe. Und überhaupt. Ich beobachte. Diese feindselige Stimmung trägt euch noch durch den ganzen Tag, bis es irgendwann dunkel wird draußen. Im Widerschein der niemals völlig sich verdunkelnden Lichter von Manhattan seht ihr den Schemen von One World Trade Center, der sich deutlich gegen den Nachthimmel abzeichnet. Irgendwann geht ihr zu Bett. Kate, zum ersten Mal, seit dein Praktikum hier begonnen hat, schläfst du völlig allein in dem Zimmer, das du dir vorher mit Danielle geteilt hast. Sind ihre Sachen immer noch da? Ihre Sachen sind immer noch da. Ich schließe die Tür ab. Du schließt die Tür ab. Du versuchst zu schlafen, aber es gelingt dir einfach nicht, Ruhe und Schlaf zu finden. Da ist so ein Lied, das dir immer wieder durch den Kopf geht. Du fängst irgendwann wie von selbst an, die Melodie zu summen und dann irgendwann den Text mitzusingen. Eine sehr seltsame Wahl, aber als du so ins Reich der Träume wegschlummerst, singst du den Text des Lieds leise vor dich hin und merkst gar nicht, wie du dich irgendwann aus deiner Decke herauskämpfst, aus dem Bett heraussteigst, dir Klamotten anziehst, dir die Schuhe anziehst, die Tür entriegelst und lauthals singend in den Gemeinschaftsraum hinausgehst, der als euch als Arbeitsfläche dient. Wacht von den anderen jemand auf? Wie laut singt sie denn? Sehr laut. Rücksichtslos laut. Also, da würde ich schon aufwachen. Also ich bin ja sowieso ein bisschen nervlich angeschlagen und schlafe auch schlecht. Ich habe noch bis zum Letzten gearbeitet, voll durch. Als Letzter saß ich dann noch und als alle dann eingeschlafen sind, bin ich einfach nur umgefallen vor Müdigkeit. Ab und ins Bett gefallen, würde jetzt nicht aufwachen. Ich würde sicherlich wach werden, da er nicht zu den bis zuletzt Arbeitenden gehört.
Blake Cates schlafwandelt durch den Gemeinschaftsraum, wie das Danielle manchmal gemacht hat. Und sie singt immer wieder Zeilen aus diesem dir völlig fremden Lied. In mir wahrscheinlich einer auch total fremden Sprache. Ja, Tatsache. Wer, ja, genau. Wer liegt nah bei mir? Prinzipiell. Liege ich nah bei ihm? Ich bin ja auch aufgewacht. Ja, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie Blickkontakt versuchen, mit dir aufzunehmen und weiß nicht, ob wir darüber jetzt lachen wollen oder erstaunt sind oder. Ja, ich bin total angefressen. Ich schlag die Decke zurück, stehe auf und hab nur mein zerknittertes weißes Hemd an und Boxershorts. Und sag so leise in deine Richtung: Was zur Hölle ist denn da los? Keine Ahnung. Sprache. Ich mach die Tür zum Gemeinschaftsraum stumpf auf und schalte das Licht an. Sie ist beinahe hier. Macht Platz für die Aufseherin. Sie, die die Vereinbarung besiegeln wird. Und klappe auf der Stelle zusammen. Kate! Und ich laufe hin. Du läufst an mir vorbei, bremst mich fast um. Ich stehe da völlig verwirrt. Versuche mir ihre Worte in Erinnerung zu behalten. Aufseherin. Kelly, die kommt. Quatsch. Blake, du springst zu Kate und du rüttelst sie an beiden Schultern und versuchst sie irgendwie aufzuwecken. Kate, irgendwann schlägst du die Augen auf und für den Moment hast du noch diesen goldgelben, so ein Schleier, wie so ein Schleier vor Augen, dieses goldgelbe Licht, das dich durch deinen Schlaf begleitet hat. Das dir die Worte in den Mund gelegt hat. Warum ist es hier so hell? Hey, das ist alles in Ordnung. Warum bist du bei mir im Zimmer? Im Zimmer? Du bist im Gemeinschaftsraum. Hä? Warum ist es hier so hell? Weil wir Licht angemacht haben, Mann. Geht gut. Ich hab noch. Warte, ich hol dir mal ein Glas Wasser. Ich würde in unsere Küche laufen und hier ein Glas Wasser holen. Du gehst und du schaltest den Wasserhahn an und in dem Moment, wo du dich umdrehst und wieder zurück in den Gemeinschaftsraum gehst, klingelt das dort fest installierte Telefon. Ein Telefon, das nur für interne Anrufe innerhalb der Wahlkampagne benutzt wird. Ich guck mich so ein bisschen um, da ich mich nicht als denjenigen sehen würde, der, wenn das Telefon klingelt, rangehen muss, sondern wahrscheinlich eher bei unserem Captain America sehen würde. Aber in der Stille der Nacht greife ich zum Hörer. Geb Kate noch das Glas Wasser. Danke. Hallo? Am Apparat ist ein anderer, ein Mitglied der Wahlkampagne, also einer von den Hauptamtlichen, Alec Davenport. Er blafft nur ein paar Anweisungen ins Telefon. Offensichtlich ist er selber schwer übermüdet und wurde quasi geweckt. Drückt ihr jetzt die Aufgabe auf die Nase. Er meint nur: Mrs. Trump wird gleich in der Tiefgarage ankommen. Schnappt ihr die anderen Praktikanten, zieht ihr was an und dann ab in die Tiefgarage. Ihr sollt irgendwelche Gepäckstücke schleppen oder so irgendwas, nehmt sie einfach in Empfang, okay? Und dann legt er wieder auf.